Hallo und willkommen zurück zu einem weiteren Bonuspart auf dem Kanal von Dimensio 100. Ich bin euer geliebter Kaito und an meiner Seite ist Dimensio 100. Und diesmal ist auch dabei Opus wieder. Und wir wollen diesmal zu dritt ein Turnier bestreiten. So, drei Leute, wir machen 12. Zeit, nein, Versuche ja. Einen, damit es nicht so leicht wird. Haben wir die Items ausgeschaltet jetzt? Weiß ich nicht mehr. Items sind aus. Und auf geht's. So, wir hatten uns entschieden, ich bin der Erste. Zufall wählen wir immer. Ja. Und hier mache ich mal zack. Zack, 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 zack. Geh in die nächste Spalte. Zack, 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 zack. Computer auf, fies. Und auf geht's. Machen wir einfach mal Opus und Dim. So. Zack. Und die State ist immer Zufall. Wir wollen nicht warten, wir wollen loslegen. Erstmal kämpfen drei Comps. Das ist ja schon aber so. Die zeigen wir nicht, ne? Nein, die Com-Kämpfer sind. Aber vielleicht im Finale können wir es ja zeigen. Und zwei Computergegner im Finale sind oder so. Aber ich glaube, ich kämpfe als erstes. Ja, Falco. Oh, das ist doch nicht wer. Mario und Sonic auf Level 9. Was hast du denn erwartet? Ich hätte irgendwie mit Brunhoff gerechnet? Nein, Brunhoff wäre auch kacke gewesen. Im Grunde sind fast alle Charaktere auf 9 ziemlich unfair. Ja, ich weiß, er lädt. Mit Kum. Ladevorgang. Legendary Mario! Gegen Falco und Sonic. Och verdammt, ich stehe auch ausgerechnet in der Mitte, wo Sonic und Mario direkt auf mich drauf los können. Ist ja nicht so, als hätte ich Zeit, um zu verstehen. Ist das nicht auch eine eigene Stage? Ja, ja. Von mir gebaut. Ein Meisterstück, wie mein Name schon anruft. Ja. Ist ja grundsätzlich, was du anfasst, wird zu einem Meisterstück. Ja, so selbstlos wollte ich jetzt auch nicht sein. Ja, ich spreche nur die Wahrheit aus. Na, kommt ihr hier, beiden. Du Klempner. Schon mal eine Strahlenkanone bekommen. Du wolltest erstmal Ruhe vor Sonic, obwohl jetzt kommt er wieder von rechts. Hallo, wie machen die das? Die weichen meinen Attacken aus. Das ist eben halt, wenn du die Ausweichtasten drückst. Ja. Bei mir ist es L2 und R3. So. Wie ist es bei mir? Ach ja, ganz lustig ist auch, wir spielen alle unterschiedliche Kontrolleinheiten. Ja, du musst einfach Schild und die Bewegungstaste zur Seite machen. Ist das so? Ja. Dann kannst du zu irgendeiner Seite ausweichen. Kannst ja mal gleich ausprobieren. Lass mich in Ruhe. Was mir häufig aufgefallen ist bei diesen Spielen, dass die Com-Gegner am liebsten sofort auf den menschlichen Gegner gehen und dann erst einander sich widmen. Ist auch vernünftig so. Ja. Wow, das war knapp. Ja, ein spannendes Duell. Meine Güte. Mario scheint etwas irgendwie an sich gefressen zu haben, Kaito. Ja, ich weiß. Irgendwie bin ich bei diesen Nintendo-Charakteren sehr beliebt. Lass mich in Ruhe. Aha. Also auch ein geiler Rundumschuss, dieser Feuerstart. Rettungsattacke von Fox und Falco. Ich weiß nicht, F an. So ein bisschen erinnert mich auch ein bisschen an Han Solo. Der erste ist erledigt, ach so. Ja, das war ich. Mir war klar, dass ich als erster drauf gehe, aber so. Und der Gewinner ist Mario. Wer hätte das gedacht? It's me! Waha! It's me, Mario. So, dann mal weiter hier. Nicht lange trödeln. So, dann ich meine 15 Minuten, wenn jeder so 5 Minuten braucht. Opus gegen Lukas und Rogue. Das war aber Glück mit deinem Charakter. Ja, das stimmt. Nicht ganz. Ist nur mein Lieblingscharakter. Nein? Ich weiß, Zelda, den man ja immer so gerne gesehen hat. Ach, so. Oh. Opus kämpft sich gut. Oder? Bisher fühlt er sich ganz gut. Oh, da fliegt der kleine Lukas. Doch. Er hat Großes vor.
Jetzt greift auch mal Rob an. Ja. Rob hatte sonst die kleine Elektromaus abgesehen. Als Energieeinheit. Der erste ist schon erledigt, namens Lukas. Ohne deren Attacke sind die auch völlig nutzlos. Und die Smash-Attacke von Lukas oder Ness. Oh, boah, ja, die auszuweichen, ey. Boah. Das ist schwierig, das stimmt. Ich glaube, die können das ja sogar noch ein bisschen steuern. Links, rechts ein bisschen. Ja, ein bisschen, aber auch nur. Komm, Mann. Ah. Und die kleine gelbe Maus fliegt. Fuck. Mach dir nichts draus. Wer wird ins Halbfinale kommen? Die drei Computergegner? Wahrscheinlich. Wahrscheinlich sowieso nur Computergegner. Obwohl, vier Computer wärst du. Guck mal, du hast auch einen. Eiskleimer, das darf doch nicht wahr sein. Ihr habt alle vorteilhafte Charaktere für euch. Das ist cool. Den bin ich auch gerne. Den man ja in dem Story-Modus schon immer gesehen hatte. Ja, genau. Ich weiß nicht, wie das kommt. Vielleicht ein Cheat-Modul? Wen kümmere ich mich zuerst? Um Oliver! Nein. Und dann hier. Gangendorf halte ich erstmal da raus, ja? Lauf lieber von den Autos weg. Jetzt bleibt unten. Naja, ich weiß, die größte Gefahr. Die größte Gefahr für kleine Eskimo-Kinder sind fahrende Autos. Nein! Siehst du? Was sag ich? Grüße. Ich friere euch alle ein. In den Tod! Okay. Und kommst du, dass du da oben stehen bleibst? Jetzt musst du wieder runter, sonst kriegst du gleich wieder die Autos vor die Mappe. Komm. Und da fliegt er wieder. Komm. Oh, pass auf dein Weibchen auf, sonst kannst du keine Rettung mehr machen. Nein. Komm. Obwohl, das ist ja eigentlich auch egal. Ach. Und das war's. Wie nennt das auch aus? Das sieht irgendwie schlecht für uns aus. Da seht ihr mal, ey. Ja, du musst keine jetzt auch Chance gegen die auf neun. Aber das, den Ärger mit Dementius Vorliebe für die Gegner der Stufe 9 habt ihr ja schon, das kennt ihr ja mittlerweile. Okay, Halbfinale zeigen wir nicht, aber wir können ja das Finale schon zeigen, ne? Ja. Nein, wollen wir nicht zugucken. Bin jetzt überrascht, Wolf gewinnt. Nein, Olimar, okay. Das kann man ruhig sagen. Finale. Bisschen haben wir ja noch Zeit. Ja, wir haben Zeit hochzuschlagen. So, Wolf gegen Olimar. Schauen wir da. Eigentlich ist das auch Mist. Na, eigentlich hätte einer von uns dreien da stehen müssen, ne? Ja, mindestens. Wie gesagt, Level 9 ist ziemlich hart. Ja. Besonders nicht, wenn man seinen Lieblingscharakter wählt, ne? Ja, das ist schon ärgerlich. Beziehungsweise, ich meine, im Moment eine Reblock-Pause. Und ich habe erstmal in das Spiel wieder reinzukommen. Smash Bros. Schon lange nicht mehr gespielt. Komme ich schon ja auf den neuen Ableger, der jetzt im Herbst kommt. Achso, und dann für 3DS oder was? Oder für Wii U, keine Ahnung. Wii U wahrscheinlich. Kann sein. Je nachdem, ob auch das darf doch nicht wahr sein. Kommt. Wir wollen Olimar Zeit rumbringen und Olimar hat nur 1 Minute 30 gebraucht, um ihn zu besiegen. Ja, ich verstehe okay, nicht mehr. Okay, nicht von vorne anfangen. So, von vorne nicht mehr anfangen, sondern wir beenden dieses Turnier und bedanken uns fürs Zuschauen. Euer Kaito. Dementio. Und Opus. Hoffentlich sehen wir uns in einem unserer nächsten Videos wieder. Auf Wiedersehen.